Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divine Divinity. Ja, es hat lang gedauert, aber ich habe diese Scheißhöhle gefunden. Seht ihr es hier? Höhleneingang. Ich markiere sie euch noch auf der Karte. Schatzhöhle. Ey, wie ich überall gesucht habe, ne? Das ist unglaublich. Bitteschön, Schatzhöhle. Da oben. Seht ihr? Ganz oben im Norden der Karte, da hinten. Das ist so ein Kack, ne? Das zu finden. Das Dumme ist, wir können es nicht mehr schaffen, Leute. Wir können dieses Easter Egg, das echt toll sein soll, nicht mehr sehen, weil ich Rimmers Kackwein, Kackmet verkauft habe, die 5 Flaschen, die etwa gebraucht. Und wir hätten noch irgendeine Silberrüstung gebraucht, die ich wahrscheinlich auch schon lang verkauft habe. Ja. Ziemlich blöde, können wir nicht mehr machen. Aber wir können uns die Schatzhöhle noch angucken. Und zumindest die Kohle mit einsacken, weil, ja, da können wir es ja machen. Was schade ist, wir hätten eine Rüstung bekommen, eine spezielle, und zwar die Larian-Rüstung. Und hätten auch wahrscheinlich 2 Entwickler getroffen. Kann ich hier durch? Ah, kann ich, ja. Bisschen schade, aber okay, dann sacken wir uns einfach nur die Kohle ein. Ist gut. Ich meine, was soll's. Dann haben wir zumindest die Schatzsuche beendet. Hier ist sonst nichts mehr, okay. Hier müssen wir jetzt noch ein bisschen durchschnetzeln. Ist ja nicht so schlimm. Kennen wir zwar schon alles, vor allem die Gegner kennen wir alle schon, aber naja. Ich bin erschöpft. Gerlinde ist erschöpft, das kennen wir auch schon. Die Arme, der gönnen wir auch nie Ruhe. Komme ich hier nicht durch? Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Ich mag das Wechseln hier nicht, das erinnert mich so an Diablo. Okay, das ist gelungen. Da will ich aber noch gar nicht lang. Sieht nämlich so aus, als würde es hier weitergehen. Hey, immerhin kriegen wir hier noch ein paar XP, das ist auch schön. Ist ja nicht so, als ob wir nicht schon davon genug hätten. Oder mehr als genug. Wir sind hier sogar total überlevelt eigentlich. Aber egal. Ist ja nicht schlimm. Okay, hier. Bitte nicht nochmal öffnen. Wir müssen echt alles öffnen. Ne? Ja gut, es hieß ja auch, Schlösser knacken Stufe 5 muss eh sein. Hierbei. Ah ja, hier ist eins der Gefäße. Ich muss mich ausruhen, ehe ich einen weiteren Zauberspruch anwenden kann. Dass wir hier nutzen müssen. Boah, der ging aber schnell down. Ja, in diesen Gefäßen ist ja, oder damit gehören diese Kugeln rein, die wir noch finden müssen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich hoffe, die finden wir noch. Wie bei Ilona, glaube ich. Da war das doch auch in Ilonas Verlies. Da hatten wir doch auch so einen Quatsch. Hier komme ich nicht durch, aber da ist ein Schrein. Komme ich hier wirklich nicht durch? Ich muss hier durchkommen, wenn da ein Schrein ist. Boah, das ist ja auch noch voll das Labyrinth, ne? Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf eigentlich, aber komm. Für euch machen wir das jetzt. Da ist noch ein Schlüssel. Ich hätte einfach die Schlüssel suchen können. Wo kommst du jetzt her? Mit der Skelettmeister-Typi? Das kann ich nicht verwenden. Hä? Ich kann das nicht benutzen. Die muss ich mal mitnehmen. So. Die Kristallkugeln, wenn wir die in das richtige Gefäß legen, verschwinden die auch sofort anscheinend. Wir müssen nur 3 Stück da reinlegen. Und dann wird sich die Tür öffnen. Ich denke mal, dieses Gefäß? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Und dann hier die Tür. Oder auch nicht. Oder vielleicht nicht. Geht's da nicht mehr? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht. Ich war, wie gesagt, das ist alles blind. Alles blind, Leute. Ich habe keine Ahnung von dem Quatsch hier. Hier rein vielleicht? Nein. Falsche Gefäß. Also erstmal in eine andere Richtung. Ich glaube, hier kamen wir her. Das heißt, wir müssen jetzt hier hoch. Wir können jetzt hier weiter schnetzeln. Wir haben jetzt das eine Kugel gefunden. Das macht mich ein bisschen stutzig. Ich hätte gedacht, wir finden relativ schnell alle 3. Okay. Hier vielleicht? Nein. Hallo. Bitte, Gerlinde, kannst du bitte mal mitspielen? Da ist noch eine da hinten. Das habe ich gesehen. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Ich bin immerhin auf den Schatz gespannt. Das wäre wenigstens etwas.
Ja, moin. Das hätte ich mir denken können, nicht Idiot. Ich Idiot! Die! Alter. Okay, nächste Kristallkugel. Hier mitnehmen müssen. Ich lasse mal offen. Die Tür ist verschlossen. Egal. Oh, das Wechseln nervt. Da wäre man lieber ein Nahkämpfer, weil es einfach rumschnetzeln, durch die Gegend rennen und nicht dauernd den Quatsch hier wechseln müssen. Wow, die hauen mich aber ganz schön weg hier, die Schweinebären. Ich habe dummerweise nicht wirklich mehr gespeichert bis jetzt. Okay, danke schön, das ging fix. Super, hier fehlt noch eine. Was hat das wohl bewirkt? Ich habe keine Ahnung, wofür das war, vielleicht hierfür. Ach, hier ist auch noch ein Hebel. Ich hätte die alle mit Hebeln öffnen können, oder ich was? Ich bin nicht ganz sicher, was das gerade ausgelöst hat. Keine Ahnung. Ich sollte vielleicht noch speichern. Ja. Und es ist auch keine Pyramide, die man hier hinlegen muss anscheinend, sondern es gibt hier einen Teleporter. Und wenn man die richtigen Sachen halt im Inventar hat, wie die 2002 Münzen, die 5 Flaschen Met von Rimmer und die Silberrüstung, die man im Inventar hat, dann... Ja, dann wird man in den richtigen Ort teleportiert, wo irgendwelche zwei Typen warten. Ich weiß nicht, irgendwelche zwei Magier oder sowas. Die halt die Entwickler darstellen sollen, keine Ahnung. Habe ich jetzt nur nachgelesen bei irgendwas. Und, okay. Ja, toll, jetzt haben wir die Kugeln. Ist schön, aber dummerweise weiß ich nicht, in welches Gefäß es gehen soll. Wahrscheinlich zu dem Schrein da. Wir kommen da nur noch nicht hin. Das heißt, das hier müsste das Gefäß sein. Aber es ist ja kein Gefäß per se. Ah, ja, das funktioniert. Okay. Ah, und seht ihr, die Tür wird immer mehr sichtbar. Und... Yay! Und jetzt haben wir hier eine Tür. Ein geheimer Durchgang. Ach so, okay. Und ein Schrein. Oh. Ihr seid ziemlich weit gekommen, sterblich, aber dieser Raum wird euer ewiges Grab. Ihr seid nicht der Erste, der das versucht. Warum kommt da jetzt ein Gegner? Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Fallrock, okay. Na gut, der war ja fairly easy to kill. Fledermäuselchen. Die auch mal ein Ende findet. Achso, ich brauche jetzt auch das Inventar nicht mehr offen. Meine Energie ist aufgebraucht. Oh, Mädchen. Okay, Schatz. Yay. Das scheint wohl das Rätsel der Schatzkarte gewesen zu sein. Mit dem kleinen Gegner, der da noch dabei kam. Wahrscheinlich ist der nur zur Absicherung, damit man nicht direkt dahin rennt, wenn man weiß, wie es funktioniert, wie man hier hinkommt. Ohne die Schatzkarten. Ja, und hier ist der Schatz. Und was wir jetzt... Das soll nicht ein Teleporter sein? Ach, da oben. Ja, genau, die 4 Seile braucht man auch noch. Das ist ein Grabstein. Ja, normalerweise soll man das jetzt alles liegen lassen. Dann soll man seine Pyramide irgendwie hier hinlegen oder irgendeinen Teleporter hier benutzen. Ich glaube, man soll wirklich einfach seine Pyramide hinlegen. Die richtigen Sachen im Inventar haben, dann wird man dorthin teleportiert. Dann muss man die 4 Seile irgendwie anwenden auf 4 Grabsteine oder sowas. Hier ist der Teleporter. Wie komme ich denn da hin? Ah, guck mal an. Ja, wenn man den Teleporter nutzt... Die Mitarbeiter der Larian Studios gedenken der Opfer und Hinterbliebenen der tragischen Ereignisse des 11. September 2001 Och, das ist ja cool. In New York, Washington DC und Pennsylvania. Ach, das ist ja krass, okay. Interessant, das wusste ich gar nicht. Ja, und dann soll man diesen Teleporter benutzen, die 4 Seile unbedingt mitnehmen und mit denen kann man dann auf irgendwas noch was anwenden und dann kriegt man am Ende die Rüstung. Ja. Da wir das aber nicht können, räumen wir jetzt einfach diese Schatzkammer ratzekar leer. Man soll halt nur das ganze Gold, was man hat, hier ablegen. Ich meine, das wäre bei uns eine Menge. Und dann nur 2200 Münzen mitnehmen. 2002, Entschuldigung. Und eben die 5 Flaschen Met, die Silberrüstung und die 4 Seile. Und dann teleportiert der Teleporter uns an den richtigen Punkt. Ja, leider für uns nicht mehr möglich. Es tut mir leid, ich wusste das nicht. Ich hatte das zwar mal gelesen mit irgendwelchen Flaschen Met oder so einem Kram. Sandalen der Verwandlung. Wirklich. Wow, die besten Sachen ever. Das tat gut. Misslungen. Achso, ich hatte aber schon was. Und wow. Also nicht wirklich geil. Aber auch diese Rüstung ist halt nicht ultimativ, sondern alles in diesem Spiel wird random generiert. Und jetzt werden wir einfach nur an den Ausgang teleportiert. Tja.
Weil wir nicht die richtigen Sachen dabei haben, leider. Schade. Das wäre nämlich echt schönes Easter Egg gewesen, das ich euch gerne gezeigt hätte. Es tut mir leid. Müsst ihr dann selber spielen, wenn ihr das sehen möchtet. Wir werden uns auf jeden Fall auf den Weg machen, dieses Spiel zu beenden. Und ja, ich würde gerne noch eine Drachenrüstung machen. Wie weit bin ich denn am nächsten Teleporter? Der nächste Teleporter ist da hinten. Kann ich auch gleich zur Falle der Zwerge rennen, ne? Ah, das ist so doof. Ja, ich würde das gerne noch mit der Rüstung machen, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Ich meine, wir müssen dann zum Schmied, zu Grisha. Müssten das Herz reinschmieden lassen. Das wäre gar kein Problem. Das würde sofort machen. Wäre super, wenn wir diese Rüstung bekommen könnten. Aber alles, was ich weiß, ist von Sir Dante oder Sir Patrick. Die geben mir keine Quest dafür. Und ich find's scheiße. Ich find's richtig scheiße. Vielleicht halt erst, wenn der König mir den Helm verspricht. Das kann sein, dass das der Trigger dafür ist, dass wir diese Quest bekommen, die wir dann noch machen können. Ich werde es jetzt versuchen. Ich werde jetzt zu dem König rennen, werde ihm sagen, hier König, Drachenrüstung. Und er wird mir hoffentlich sagen, ja moin, ich krieg's einen Helm, wenn du alles andere herbringst. Also, ich hoffe nicht alles andere, sondern nur die Rüstung selbst mit dem Herz. Weil den Schild kriegen wir halt nicht mehr. Ansonsten pfeife ich drauf und dann werden wir einfach das Spiel beenden, weil... Ist halt blöd gelaufen, muss man leider vorher wissen. Das ist echt blöd, leider. Leider ist echt, echt blöd. Und, ja, dann werden wir halt in Richtung des Spielendes gehen. In Richtung, das dauert dann trotzdem noch eine ganze Weile, Leute, macht euch keine Illusionen. Ja, okay. Zwergen waren nicht zu befürchten, solange wir keine Waffen haben. Oh, super. Also ziehen. Und angreifen wahrscheinlich. Weil nur Waffen ziehen, ich meine, ne? Haben wir. Und? Ja, will uns keiner was tun. Sehr gut. Ja, sonst haben wir nämlich alles sehr gut erledigt. Und keine Ahnung, ich kann mich an so vieles hier noch nicht mehr erinnern, ne? Es tut mir echt leid und es wäre echt schön gewesen. Ich hätte mich sehr gefreut, hätten wir das noch geschafft, aber... Anscheinend nicht. Jojo, nimm. Die ist echt eine hübsche. Goldenen Fluss. Ja, geil. Ja, keine Ahnung, was ich verpasst habe. Ich denke, der Schild fehlt mir. Danke. Ich denke, ja, seht ihr, das ist random, was mir da... Oh, es ist so kacke, ne, dass das alles random ist. Ich denke wirklich, der Schild fehlt mir. Und damit hätte ich dann... Die Lederstiefel will ich gar nicht. Doch, die will ich. Zumindest besser als der Quatsch. Und das Adling-Amulett hätte ich dann auch gerne lieber. Und Ringe, der ist richtig, der ist nicht richtig. Der da ist richtig. So. Und die Handschuhe hätte ich auch lieber. Ja, dann müssen wir halt so das Spiel beenden. Es tut mir leid. Ist halt leider so. So. Warum willst du nicht mehr rennen? Okay. Deshalb gehen wir jetzt zum Rat der Sieben. Ich kann es halt nicht ändern, also ist halt jetzt so. Keine Drachenrüstung. Wir haben ein paar Teile. Das ist schön, das wird uns hier helfen. Den Rest müssen wir so bestreiten. So, wir gehen erstmal unser Mana auffüllen. Und dann noch unsere Lebensenergie auffüllen. Und dann gucken wir uns einfach an. Ja, in den letzten 11 Minuten, was diese Segnung denn sein soll. Speichern. Den ende ich anders. Weil das hier ein riesiger Übergang ist. Falls man noch was machen kann, kann ich das vielleicht noch zeigen. Gerolinde Segnung. So. Weil dann haben wir zwar nur noch den, auf den man zurückspringen könnte, wenn noch irgendwas Sinn machen würde. Zandalor? Bei allen Göttern, das ist wahrlich ein großer Tag, werte Freundin. Ich beglückwünsche euch dazu, die Mitglieder des Rates zusammengebracht zu haben. Nun überlasse ich euch die Ehre, die Glocke der Versammlung erklingen zu lassen und das Ritual der Segnung einzuleiten. Okay. Yay, mit dem Segnungsritual beginnen. Ich muss die Glocke der Versammlung im Rat der Sieben erklingen lassen, damit das Ritual der Segnung beginnen kann. Dong! Man hört den Gong sogar, wie geil. Wie der alte geht. Mitglieder des Rates. Wir haben uns zusammengefunden. Oh, er liebt mich. Um gemeinsam ein Ritual zu vollziehen, das seit 2000 Jahren nicht mehr stattgefunden hat. Die finsteren Zeiten, von denen die Prophezeiung des Räuben Ferol spricht, sind angebrochen. Ruben Ferol. Unsere einzige Hoffnung ruht auf dieser Gezeichneten, die uns unter großen Mühen zusammengeführt hat. Janus, der Sohn des alten Herzogs, hat ein altes Artefakt gefunden. Das Schwert der Lügen. In dieser Waffe verbirgt sich ein kleiner Teil der Seele unseres gemeinsamen Feindes, des Herrn des Chaos. Ich bin mir sicher, dass dieser üble Splitter Besitz von der schwachen Seele des Herzogs Janus ergriffen und sie verzehrt hat. Der schwarze Ring
wartet schon seit Jahrhunderten auf einen so großartigen Verbündeten. Noch jetzt umschwirren sie Janus wie Fliegen ein Stück Aas. So beschützen sie ihren größten Hoffnungsträger für den Sieg. Mit Krieg, Zwietracht und Chaos hat der Schwarze Ring den dämonischen Geist in Janus' unheiligem Schwert ernährt. Bald schon wird der Geist des Chaos im Deshalb Schwert die Kriege, stark genug die sein sollten. Ein Tor zur Hölle zu öffnen. Dann wird er sich hier in Revellon mit dem abgetrennten Seelenteil des Herrn des Chaos vereinen. Niemand kann sich vorstellen, welche Folgen dieser Sieg hätte. Der beste Fall wäre noch, wenn wir alle von den Heerscharen der Hölle gefangen genommen und versklavt werden würden. Im schlimmsten Fall würde die ganze Welt zu der endlosen, sternenlosen Nacht des Urchaos zurückkehren, das vor der Ankunft der Götter herrschte. Ich bitte diesen Rat nun, die Gezeichnete in das Land der Toten zu senden. Yay. So, wie es das göttliche Ritual der Beschwörung verlangt. Wir können nur hoffen, dass die Gezeichnete für würdig befunden und als die Göttliche zu uns zurückkehren wird. Sind alle Mitglieder des Rates hiermit einverstanden? Ja, Sandalor. Es muss getan werden, wenn wir die Welt retten wollen. Wenn das Leben des Patienten auf dem Spiel steht, darf der Arzt auch nicht vor äußersten Maßnahmen zurückschrecken. Ich stimme im Namen der Menschen zu. Psst. Ich verneige mich vor eurem Mut, Gezeichnete. Ich stimme im Namen des Echsenvolkes zu. Flix, flux, flax. Das wird bestimmt lustig werden. Zax. Ich stimme im Namen aller Imps zu. Die Elfen haben in die Seele der Gezeichneten geblickt und fanden einen kriegerischen Geist und ein Herz voll des Friedens. Ein solches Wesen muss für uns alle sprechen. Ihr habt meine volle Zustimmung im Namen der Elfen. Nach allem, was die Gezeichnete für uns Zwerge getan hat, würden wir sogar dem Zwergenbier abschwören, wenn sie es von uns verlangte. Bei Duna und im Namen der Zwerge, ich stimme zu. Krozi und alle Orks mit gutem Geschmack und Ehre stehen hinter Gezeichnete. Krozi. Ich stimme zu, im Namen der Orks. So sei es. Geil. Als Vertreter aller magischen Wesen, die gegen die Hölle kämpfen, habe auch ich diese Gezeichnete für würdig befunden. Ich gebe meine Zustimmung und besiegle den Beschluss. Ehrwürdige Mitglieder des Rates, es ist an der Zeit, dass wir mit dem Ritual beginnen. Bei der Macht dieses alten Versammlungsortes, beim Willen der guten Götter und bei dem Vertrauen aller Lebewesen rufen wir euch, die Gezeichnete, auf, euch der Prüfung zu unterziehen und das Übel zu bekämpfen, das unsere Welt im Innersten bedroht. Wie wir gar keine Stimme haben, ne? Wir haben nicht wirklich Macht, uns zu entscheiden. Geht jetzt, Gezeichnete. Geht und erfüllt eure Bestimmung. Ihr habt mich getötet, ihr Schweine. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen. Es ist vollbracht. Hölle noch einmal, hoffentlich funktioniert es. So will ich nicht fluchen. Ich wusste doch, dass wir lustig werden. Ich muss zugeben, es löst in mir ein gewisses religiöses Gefühl aus. Verdammt, wenn Grog sie verstehen. Mir scheinen, dass wir töten Gezeichnete, nicht segnen. Aber geil. Ich kein Fachmann in der Religion. Das Töten war das Segnen, du Grünschnabel. Die sterbliche Form, ja, sie haben mich getötet, musste zerstört werden, damit aus ihrer Asche die Göttliche auferstehen kann. Ah, verstehen. In Religion töten und segnen dasselbe. Kroxy immer denken, der Krieger. In Wirklichkeit Kroxy Priester. Dann werden wir also das Ritual zur Beschwörung der Göttlichen abhalten. Geil. Ich bin ein Heiler, kein Priester. Das war geil. Am Töten kann ich unter keinen Umständen Gefallen finden. Ich habe keine Ruhe, bevor wir unsere Freundin nicht lebend und bei voller Gesundheit wiedersehen. Das werden wir wissen, wenn die Zeit gekommen ist. Fürs Erste müssen wir warten. Falls die Herren Hunger haben, fällt mir bestimmt ein Zauberspruch ein, der uns Speisen beschaffen kann. Hat jemand Kartenspiel? Jemand ein Kartenspiel dabei? Ein Festmahl. Oh, wie geil, was ey. Was für eine hervorragende Idee.
Ich habe mich schon lange darauf gefreut, mich an eurem lebendigen Fleisch zu laben. Dreckige Janus-Plag. Aber dieser Boden ist heilig. Ihr könnt diesen Ort gar nicht betreten. Und doch tue ich genau das, alter Narr. Hattet ihr geglaubt, euer albernes Ritual vollziehen zu können, ohne dass ich es bemerken würde? Ha! Hinweg, Dämon! Freunde, zu mir! Verschwendet nicht eure kläglichen Kräfte, Zandalor. Eure Zaubersprüche können mir nichts anhaben. Ich bin gewandt und stark geworden, seit ich mich vom Elend der Welt ernähre. Gleich werde ich euch zeigen, wie stark. Aber zuerst möchte ich euch ein paar Freunde vorstellen. Ja, es ist nicht mehr Janus, es ist der Herr des Chaos. Nebenbei. Ach, Schreckensritter, na toll. Eine ganze Menge von denen, oh scheiße. Wenn du so stark bist, warum brauchst du die Schreckensritter und die anderen Trottel dabei? Ach, Jona liebt ja auch noch. Die nehmen ja alle noch. Es ist so kotzen. Bemerke ich da etwa einen Anflug von Blässe auf eurem Gesicht, Zandalor? Es ist ein wenig kühl hier drinnen, nicht wahr? Fürchtet euch nicht, alter Mann. Gleich wird es spürbar wärmer werden. Ich glaube, es ist an der Zeit, klingt übrigens meine an der Frau. Haut zu wechseln. Viel besser. Und jetzt ist es Zeit für unser kleines Tötungsritual. Schaut gut zu, Zandalor. Das wird eine richtige Inszenierung. Meine Getreuen, vernichtet dieses Gewürm. Aber hebt den alten Graubart bis zum Schluss auf. Ich will, dass er alles bis zum letzten Moment auskosten kann. Das ging schnell. Keine Tränen und keine Klagen für eure sterbenden Kameraden, Zandalor. Was ist los? Waren wir nicht grausam genug? Ich bin enttäuscht. Bei allem, was mir heilig ist, dafür werdet ihr unter Qualen sterben, Dämon. Aber nicht von eurer Hand, alter Mann. Jetzt wollen wir uns mal etwas vertraulicher über unsere Meinungsverschiedenheiten unterhalten. Das tat gut. So Leute, ich mache einen kleinen Cut. Ja, jetzt habt ihr gesehen, was los war. Leider nicht eigentlich, weil hier war ein kleiner Cut drin. Also so ein kleiner, ne? Weil mir das Spiel abgestürzt. Mehrfach. Ich habe es versucht. Ich werde das aber nachliefern, denn das Dumme ist, das Video ist noch in den alten Auflösungen. Das heißt, 640x480 oder so, oder 800x400, irgendwie sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall eine richtig kack Auflösung. Ich werde das dazu liefern, Leute, wenn dieser Part erscheint, wird auch das Video da erscheinen, wahrscheinlich kurz danach. Dann könnt ihr euch anschauen, wie wir zur Göttlichen wurden. Ihr habt gesehen, wir haben gerade einige Level bekommen. 5 Stück, glaube ich sogar. Das können wir gleich noch nachgucken. Erstmal kommt hier aber noch eine kleine Unterhaltung, die wollte ich jetzt noch mit reinnehmen und dann gucken wir im nächsten Part, wie es weitergeht. Wir sind jetzt in diesem Ödland angekommen. Kurz vor dem Finale, also in Anführungszeichen kurz vor dem Finale, das letzte Gebiet vor dem Finale, was ich beides nicht kenne. Im Ödland habe ich nämlich aufgehört, kurz ein Stück rein und dann fertig. Und das Finale natürlich auch. Und wir hören jetzt erstmal das Gespräch an. Und ich dir sagen, Grox, ich gesehen Drache. Hier gibt's keine Drachen, Garf. Ich gesehen. Sicher hast du was gesehen, aber bestimmt war es kein Drache. Du nicht wissen, du weggelaufen vor Imps. Ich bleiben und töten Imps. Seit wann läuft ein kühner Ork-Priester vor lächerlichen Imps weg, hä? Ich hab dir Rückendeckung gegeben. Kühner Ork-Priester nach Pisse stinken nach Kampf. Unverschämter Hund, ich sollte... Was war das? Garf, beschütze mich! Wie geil, ey, es ist so gut. Wie er mich anbrüllt. Du Drache! ich bin Dantefrex, der rote Drache. Ich habe mich nur vorübergehend in die Lebensform verwandelt, die ihr vor euch seht. Verneigt euch vor meiner Macht. Geil. Sehe ich etwa wie ein Drache aus? Du aussehen wie Mensch, aber Drache Garf schon mal getäuscht. Du Drache oder nicht? Nein, ich bin kein Drache. Ich Drox beschützen, Drox nicht mutig, viel in Hosen pinkeln, wenn Gefahr. Hast du Gold? Was?
Erzähl mir mehr von deinem Pinkelkumpan. Er Drox, er mein Meister, er nicht zahlen gut. Nicht guter Meister. Immer Hosen pinkeln, wenn Kampf. Zu viel Angst, zu sprechen Zauberspruch. Na toll, das ist für Priester. Also für Schamane. Immer Garfschweinerei wegmachen. Er mein einziger Freund und mein Meister. Mir verboten über ihn sprechen, okay. Wieso fragst du? Kennst du irgendein Dorf in der Nähe? Irgendwelche Zivilisationen dieser Wüste? Fragen Drox, Garf nicht sein sicher, ob dir sagen dürfen, okay. Wieso fragst du dann nach dem Gold? Du haben Gold, ich habe Bonbons, wir handeln. Ja, Drox nicht zahlen gut. Was kannst du über diesen Ort berichten? Hier böser Ort sein. Früher war guter Ort. Ich nicht gut mit Worten. Du fragen Drox, er gut mit Worten. Okay, ich muss nur gehen. Ja, das merkt man irgendwie gar nicht, dass du schlecht mit Worten bist. Drox jetzt zurückkommen kann, ist nicht Rache. Gut. Diese Gegend ist auch sicher. Ist nur großer Felsbrocken dort oben. Ja, natürlich. Du hast wohl noch nie von Felsdämonen gehört, oder? Sehr gefährliche Kreaturen. Sei auf der Hut. Garf nur weiß, du schon wieder nach Pisse stinken. Ja, gut, da können wir es nämlich sehen. Wir haben 25 Bonuspunkte, die wir vergeben können. Das heißt, wir sind 5 Level gestiegen. 5x5, ihr wisst, ne? Wir sind jetzt Level 44 Magier. Das Dumme ist, wir waren kurz vom Level up. Egal. Aber ich glaube, wir haben auch nur XP bekommen und nicht einfach die Level. Deswegen, ja, deswegen sind wir so viel gestiegen, okay. Damit man wahrscheinlich ein gewisses Base-Level hat, dass man hier nicht zu unterlevelt ist. Aber wir haben 1074 Mana schon. Wir werden die Punkte noch vergeben, aber nicht jetzt. Wir haben Fähigkeiten. Wir haben 13 Fähigkeitspunkte. Ich wusste doch, wir kriegen noch ein bisschen was. Und wir haben jetzt den Pfad des Göttlichen. Da haben wir verschiedene Sachen, nämlich Teleport. Durch pure Willenskraft könnt ihr euch augenblicklich zu irgendeinem Ort innerhalb eurer Sichtweite teleportieren. Das Ziel muss in Reichweite sein. Also wir sind jetzt die Göttliche. Steht das da auch? Ne, wir sind noch Magier hier, aber wir sind jetzt die Göttliche. Wir haben eben den Pfad des Göttlichen freigeschaltet. Dann haben wir göttlicher Tod. Beschwört einen göttlichen Eingriff, um euren Feinden starken Schaden zuzufügen. Okay, Ziel muss Geisterresistenz von 10 haben oder sterben. Macht beim Ziel 100 plus 110 Schaden. Das ist saugut. Geistgestalt. Verlasst eure sterbliche Hülle und nehmt die Gestalt eines Gespenstes an. Geistergestalt dauert 20 Zeiteinheiten. Okay. Sengen. Nicht segnen. Verursacht sengenden Schaden in einem Zielgebiet. Wow, okay. Feuerschaden in einem Zielgebiet, das heißt wahrscheinlich Umgebungsschaden. Dann Segen des Himmels, beschwört die Götter, euch Schutz und Stärke gegen diejenigen zu geben, die sich euch entgegenstellen. All euer Hauptcharakterwerte und Resistenzen werden um 20% erhöht. Wow. Segen des Himmels dauert 30 Zeiteinheiten. Alle Werte, wow, also besser als der Segen, den wir haben. Göttliches Auge, beschwört ein magisches Auge und sendet es aus, um versteckte Gebiete ausfindig zu machen. Auch nett, aber nicht so dolle. Temporaler Sturm, beschwört einen magischen Sturm, um den Verlauf der Zeit zu verringern und um so eure Feinde zu verlangsamen. Das kann gut sein. Blitzkaskade, sendet die Macht der Stürme aus, die wie Blitze zwischen euren Gegnern tanzen und einen nach dem anderen erschlagen. Bei allen, die von einem Blitz berührt werden. Wow, okay. Also das hier wäre eine Fähigkeit, die ich haben will. Der göttliche Tod wäre eine Fähigkeit, die ich haben will. Weil Geistesresistenz, ne? Und wenn wir das erhöhen. Geistesresistenz von 10. Ansonsten stirbt es sofort. Das ist richtig geil. Teleport. Ja, vielleicht auch. Sengen wäre noch cool. Und der temporale Sturm. Und das hier. Aber das hier, Segen. Ja, göttliches Auge. Geistergestalt. Bin mir nicht so sicher. Ja, Leute. Aber das schauen wir uns nicht beim nächsten Mal erst an. Wir können hier noch gucken, wo bin ich? Ich bin in einem seltsamen, wüstenartigen Ödland erwacht. Meine letzte Erinnerung ist, dass ich mich im Segnungsritual opferte. Ja, sie wurde leider getötet. Das war ein Teil des Segens. Ne? Opferung auf Wiederauferstehung als Göttliche und sowas. Danach konnte ich in einer magischen Vision sehen, wie meine Freunde angegriffen und abgeschlachtet wurden. Ich hoffe, dass einige davongekommen sind. Jetzt muss ich an diesem fremden Ort hier nach Anzeichen einer Zivilisation suchen. Ja, der einzige, der davongekommen sein könnte, ist Zandalor. Und oh mein Gott, wieso können wir denn hier schon alles? Okay. Und hier unten kennen wir auch schon Sachen. Interesting. Hier ungefähr müsste aber noch was Wichtiges für uns sein. Das werden wir alles beim nächsten Mal uns angucken. Und ich glaube, ich habe auch aufgehört, als ich ungefähr hier war oder so. Und ich weiß es nicht mehr irgendwie. Ich bin ein bisschen hier rumgelaufen, aber nicht viel. Gut. Das schauen wir uns alles beim nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit von der Partie, wenn es wieder heißt Let's Play Divine Divinity. Bis dann, Leute. Ich freue mich auf euch. Tschüss.